Hallo meine Lieben, wir befinden uns heute hier im beschaulichen Köckte, wie man hier am Ortsschild unschwer erkennen kann, und haben hier ein schönes Einfamilienhaus, mehr oder weniger in Alleinlage. Die weiteren Nachbarn sind ein ganzes Ende weit weg. Ja, es geht um dieses schöne Haus. Ihr seht, das Dach wurde schon mal gemacht, der Schornstein ordentlich verschiefert, ringsrum neue Fenster. Schön mit ein bisschen Baumbestand und natürlich das Beste, der Ausblick. Jetzt ist gerade Spargelzeit, da drüben gibt es den Spargel. Und nein, man muss sich den abends nicht selber klauen. Man bekommt, wenn man hier wohnt, vom Spargelbauern ein Heft, wo man 10 mal 1,5 Kilo im Jahr gratis bekommt. Das als kleine Dreingabe zu diesem schönen Häuschen. Hier drüben auch wieder Waldrand, also Natur pur. In Köckte. Das Besondere an diesem Objekt in der Lindenallee ist, dass wir hier nicht nur dieses Einfamilienhaus haben, sondern wir haben hier ein Nebengelass, was komplett nochmal als Einliegerwohnung ausgebaut worden ist, so dass man hier also eine Dreiraumwohnung in dieser als Einliegerwohnung hat und nochmal hier ein geräumiges Einfamilienhaus mit knapp 100 Quadratmetern, was auch 13 bietet und eventuell aber noch ein viertes reinmachen könnte. Ja, hier sieht man den schönen Vorgarten, hier das Haus nochmal von der Seite und hier hinten sehen wir schon dieses zweite Häuschen. Hier haben wir eine überdachte Sitzecke mit einem tollen Ausblick, auch hier nur grüner Ausblick. Und hier betreten wir also sozusagen das Grundstück. Da haben wir hier vorne das Haupthaus. Da gehen wir mal hier einmal den Weg zum Haus. Leonie ist heute auch wieder dabei. Hallo Leonie. So, und hier haben wir dann ein schönes Grundstück. Hier noch eine schöne Sonnenterrasse. Und mit Markise. Und ich zeig's mal. Stellen Sie sich vor, oder stellt euch vor, ihr sitzt hier. Die weiße Spargelfolie ist jetzt nicht das ganze Jahr da, aber der Ausblick ist doch einfach Wahnsinn. Ja, also hier drüben haben wir den Wald, hier Acker und hier das schöne Grundstück. Hier geht es runter zum Keller. Da gibt es ein separates Video. Und hier haben wir das Nebengelass, noch ein kleines Gartenhäuschen. Und im hinteren Bereich noch einen riesengroßen Garten. Man kann also um dieses kleine Häuschen hier drum gehen. Auch davon hier im Anschluss von den beiden Häusern separate Videos. Ja, also hier die ersten Bienen fliegen schon an den blühenden Bäumen. Jede Menge Grün, jede Menge Platz, um sich zu entfalten, und ringsrum nichts. Das ist also wirklich eine Sache, die wir sehr, sehr selten in dieser Form haben. Ja, hier das kleinere Objekt nochmal von hinten. Und auch hier kann man sozusagen immer hier rum. Kann man andersrum drumherum gehen. Da haben wir also wirklich ein tolles Häuschen hier mit viel Grün in idyllischster Lage. Ist die Steigungsform von idyllisch, idyllischster? Kann sein, ja. Also wirklich selten zu bekommen. Nicht so ein Haus, aber die Lage ist wirklich einzigartig. Ja, wir fahren von hier ungefähr 5 Minuten bis nach Tangermünde und 15 Minuten bis Stendal. Das ist also wirklich toll. Bei Interesse, schnell sein, Kontaktdaten am Ende des Videos. So, wie eben schon gesagt, befinde ich mich jetzt hier zwischen den beiden Häusern. Hier das kleine Haus, was die Einliegerwohnung als Dreiraumwohnung beinhaltet. Und hier das Haupthaus, was wir eben von außen schon gesehen haben.
gehen wir jetzt mal rein. Haben hier vorne haben wir eine Diele für die Garderobe. Dann geht es hier rechts runter zum Keller. Den gucken wir uns nachher nochmal separat an. Dann haben wir hier vom Treppenhaus geht es hier nochmal in einen Flur. Da haben wir auf der linken Seite das Badezimmer mit Dusche, WC und Waschtisch. Und hier haben wir dann das große Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist zweigeteilt. Wir haben hier eine schöne Ölheizung im Objekt, die natürlich voll funktionstüchtig ist. Und hier im Wohnzimmer sieht man diesen wunderschönen Kachelofen, mit dem auch das gesamte Haus beheizt werden kann. Ja. Hervorzuheben, ich zeige es mal nochmal hier, der Ausblick aus dem Wohnzimmer direkt in den Wald ist natürlich wirklich toll. Und hier der zweite Teil des Wohnzimmers, der Essbereich, auch sehr, sehr schön von der Größe her, wirklich cool. Und überall Kunststofffenster, das also auch sehr, sehr schön. Und hier vom Flur geht es dann in die Küche. Haben wir eine schöne, geräumige, helle Küche. Hier nochmal der Ausblick aus der Küche. Sensationell. Direkt mit Blick in die Natur. So. Dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier wieder das Treppenhaus. Und dann gehen wir hier mal nach oben. So, hier im Obergeschoss müsste ein bisschen was gemacht werden. Das heißt, hier müssten also nochmal neue Türen und gegebenenfalls die Wände nochmal bearbeitet werden. Das heißt, gespachtelt, tapeziert. Ja, hier nochmal aus dem Flurfenster der Ausblick. Wahnsinn. Natur pur. Hier haben wir dann sozusagen ein kleines Arbeits- oder Kinderzimmer. Auch eine schöne Größe. Hier steht ein Schrank drin. Deshalb sieht man, ist also doch ein bisschen Platz. Und wir haben hier auf der anderen Seite des Flures das schöne, große, helle Schlafzimmer. Da steht ein Kleiderschrank im Kniestock. Also wirklich von der Größe her sehr, sehr schön. Ja, gucken wir uns nachher noch unten den Keller gemeinsam an. Und das zweite Objekt, die im Nachbargebäude gelegene Einliegerwohnung, die schauen wir uns dann gleich noch an. So, jetzt hier noch, wie versprochen, das Video vom Keller. Wir haben also hier, wenn man von draußen reinkommt, also erstmal positiv zu erwähnen, der Keller hat zwei Zugänge, einer von draußen, einer vom Haus direkt. Hier die Ölheizung, ein guter Fissmann-Kessel mit einer Bifederalsteuerung, hält also noch 100 Jahre. Dann auch sehr schön im Keller hier die Waschmaschine und durch die Fenster hier auch Tageslicht im Keller. Auch immer sehr schön. Dann haben wir hier rechts den Aufgang zum Haus und hier links noch zwei große schöne Kellerräume. Wie man sieht, alle eine vernünftige Höhe. Und vor allem trocken. Ja, so viel zum Keller. Wie immer am Ende des Videos unsere Kontaktdaten. Bei Interesse einfach anrufen, kurzen Termin vereinbaren. Dieses wunderschöne Haus hier in Köckte, das Grundstück so idyllisch gelegen. Wird wahrscheinlich schnell weg sein, deswegen bei Interesse, seid schnell, gebt Gas. Bis dahin, ciao, ciao, alles Gute, bleibt gesund. So, hier haben wir das kleine Nebengelass, die quasi Einliegerwohnung im separaten Gebäude. Haben wir hier auch eine kleine Diele, einen kleinen Flur. Dann haben wir hier eine schöne Küche. Hier auf der linken Seite das Bad
eine Dusche und auf der anderen Seite geht es jetzt in den Wohnbereich, wo wir jetzt nicht reinschauen wollen, können wir dann separat bei der Sichtung machen oder sie entnehmen die Daten im Grundriss.